als Team, vom Gefühl her, sind wir beide besser. Ja, was ein Quiz ist, das werden wir sehen. Jeder muss 3 Fragen beantworten. Die Beauties beginnen. Die Emotionen, die kannst du nicht beschreiben, die kannst du nicht in Worte fassen. Das ist so ekelhaft, dort zu sitzen. Das gönne ich keinem. Wer weiß mehr über die Lebenswelt seines Partners? Welches Tier ist im Logo des Betriebssystems Linux zu sehen? Hä, welches Tier? Ein Fuchs. Falsch, es ist der Pinguin. Oh, fuck. Wer war langjähriger Chef des Weltkonzerns mit dem Apfellogo? Weiß ich nicht. Steve Jobs. Ich krieg so behinderte Fragen mit Pinguin, Alter. Wie heißt das Baby von Homer und Marge Simpson? Maggie. Ja, Maggie ist die korrekte Antwort. Welche Sportart wird in der amerikanischen NBA gespielt? Basketball. Und auch das ist richtig. Welche ist Christians Lieblingsprogrammiersprache? Python. Python ist deine Lieblingssoftware-Sprache? Darf ich dich umarmen? Du hast es richtig ausgesprochen. Maike liegt wieder vorn. Welche Dino-Art stellt das Kostüm von Luca dar? T-Rex. Der eine heißt G-Rex. T-Rex. T-Rex stimmt. Es steht unentschieden. Jetzt hängt alles von den Nerds ab. Wer hieft sein Team gewieft in die nächste Runde? Das sind Sachen, die wusste ich. Ich hatte schon ganz andere Sachen gelernt. Bin ich ehrlich, das, was da steht, hatte ich nichts von gelernt. Das mit dem Apple, ich habe kein Apple, ich habe Samsung. Welche Nummer trägt das erfolgreichste Chanel-Parfüm im Namen? 45. Die 5 war richtig. Nein, das sind 40 zu viel. Wie lautet der englische Begriff für eine Haarverlängerung? Extension. Wie nennt man Schlupfschuhe, die wie eine bestimmte Art von Tänzerinnen heißen? Ballerinas. Die Antwort ist auch korrekt. Welche Winterschuhe könnte man den Namen auch auf dem Mond tragen? Oh. Ich weiß es. Ja, aber das sind Fragen. Mondsandalen? Nö, die Moonboots wurden gesucht. In welcher Ortsgemeinde ist Maike aufgewachsen? Jucken. Das fängt mit F an. Jucken. Nee, Jucken. 185 Einwohner Jucken. Ja, weißt du das? Ja. Die Antwort ist also korrekt. Welches Nagetier hält Victoria als Haustier? Das weiß er. Das wusste er. Kaninchen. Ich habe 2 Hunde und ein Kaninchen. Das Exit-Quiz endet ohne Sieger. Ja, und jetzt? Das wird den Paaren mitgeteilt, sobald sie wieder neben ihren Partnern sitzen. Ich kann nicht mehr. Jetzt entscheidet eine Schätzfrage. Wer besser tippt, darf die Koffer wieder auspacken. Wie viele Menschen in Deutschland waren laut einer Studie im letzten Jahr offiziell Single? Wie viele Menschen sind denn in Deutschland auf der ganzen Welt? Wir haben 82 Millionen Einwohner. Wie viele davon waren Single? Die Hälfte. Würde ich ungefähr 30% schätzen, nicht 50. Nee, mehr. Dazu zählen auch Kinder und alles, ne?
Ja. Definitiv mehr, Luca. Nee, 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 die Japaner haben die höchste Singlequote, weil bei die sind über 50%. Woher weißt du das? Weil ich mal mich über Korea schlau gemacht habe. Was heißt denn? Wann hast du das gemacht? Vor nicht mal einem Jahr. Mach, wie du meinst. Die Tipps lauten 42 Millionen und 27 Millionen. Tatsächlich leben in Deutschland insgesamt 21,97 Millionen Singles. Oh mein Gott, ich bin so nah dran. Die Gewinner sind also Drama Queen Victoria und Daddle Nerd Luca. Ich habe, glaube ich, sehr unschöne Worte, die ins Mikrofon geschrien, als wir den Sieg hatten. Fingers forever! Oh mein Gott! Ich konnte meine Emotionen in dem Moment einfach nicht fassen. Oh mein Gott! Ja! Oh mein Gott! Dank die Koreaner! Danke, lieber Gott! Danke! Ich bin gerade so überrascht und ich hätte halt gar nicht damit gerechnet. Und umso größer ist die Freude. Freut mich. Es tut mir so leid für euch. Mein Dumme. Es tut mir so leid für euch. Krass. Wirklich. Ich hab's auch irgendwie, ich dachte, alle Menschen. So, ich hab mit Menschen alle verstanden, also auch Kinder. Voll krass, also ich habe mich super für die beiden auch gefreut und die Vika konnte es selber gar nicht glauben. Ich kann nicht mehr stehen. Ich bin so stolz auf dich. Unsere Strategie ist, wir selber bleiben. Das ist das Wichtigste. Uns gegenseitig auf das Ganze hier einlassen, auf uns einlassen. Nur so kann man hier auch, glaube ich, weiterkommen. Ich fand dich als Feuerteufel wirklich interessant. Ja. Oh, nein. Ist alles gut? Geht so. Was ist denn los? Ach, das ist. Ich bin traurig, weil er gehen muss. Schon. Es war für mich persönlich sehr schmerzhaft, wenn man so sagen kann. Wein nicht. Und da fehlt mir halt eben in dem Sinne, weil er mich auch hier therapiert. Warum weißt du so? Darf ich ganz kurz einmal Chris umarmen? Mir ist das auch ganz wichtig, bitte. Du weißt nicht, wie sehr ich dich mag. Ich wünsche dir alles Gute und guten Einblick. Mach dir Instagram. Oh, wenn mal jetzt schon so früh draußen sind. Ich sehe mich als Gewinner, ich habe mein Ziel erreicht und das erfreut mich so sehr. Ich bin meinem Selbstbewusstsein gewachsen, das heißt, es bringt mich sehr viel weiter. Ich komme nicht klar. Ich bin einfach nur dankbar. Ich bin einfach nur dem Gott dankbar. Wir haben noch mein Tattoo geküsst, meine Mutter Gottes haben wir noch geküsst. Wenn ich das meiner Mutter erzähle, boah, da soll mir einer sagen, Gott gibt es nicht. Wir haben das runtergezogen, wir haben dir noch einen Kuss gegeben. Verabschiedet euch mal. Jeremy. Ja. Mir hat Beauty in the Nerd gezeigt, dass ich gerne eine Beauty bin und auch bleiben möchte. Aber ich habe ja erst überlegt, vielleicht mache ich ja hinterher eine Umschulung zum Nerd. Das ist aber nicht der Fall. Ich wünsche euch alles Gute. Wirklich. Mit Maike muss ich ganz ehrlich sagen, also die habe ich echt lieb gewonnen. Also deswegen, es war halt echt schon traurig, dass sie jetzt gegangen ist. Du wusstest, was mein Lieblingsbrocken in der Sprache ist, oder? Ja, das wusste ich. Oh. Ja, aber den Pinguin. Was für ein Pinguin? Egal. Egal. Guck nicht mal, dass Linux was mit Tieren zu tun. Egal, das verzeih ich dir, aber du hast es geschafft. Innerhalb von einem Tag, eineinhalb Tagen wusstest ja, klar. du das. Oh.